Hey da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Leute, ihr habt echt einige Challenge-Ideen unter mein letztes Challenge-Video drunter geschrieben und auch echt ein paar sehr, sehr gemeine Bestrafungen. Und ich dachte, bei unserer Challenge-Reihe werden wir doch heute direkt weitermachen mit einer Challenge inklusive Bestrafung. Mal schauen, ich bin gespannt, ob ich es hinbekomme. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Immer gerne neue Ideen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar starten wir mit der Challenge von meine Seidis. Und ihre Challenge ist folgendermaßen, ich blende euch das auch mal ein. Challenge, finde eine Person, von der das Oberteil dieselbe Farbe hat wie das Pferd. Wenn du es geschafft hast, musst du einen Spieler finden, ne? Der als Wildpferd mitten im schwarzen Pferd rumläuft. Das erste hatte ich ja noch gesagt, okay. Das zweite, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Wir haben 13 Minuten Zeit und die Bestrafung seht ihr ja selbst. Aber dazu kommen wir später. Wir gehen ja nicht davon aus, dass ich es nicht schaffe. Aber es sind quasi drei Sachen in 13 Minuten und es ist mal wieder 0:18 Uhr. Also ja. Kritisch, kritisch, kritisch. Aber vielleicht haben wir auch einfach Glück und ich würde sagen, wir starten. Ich bin ja auch direkt bei Steves Farm. Okay. Ja, fängt ja gut an. Also jetzt, wir haben 0:18 Uhr. Das ist unsere Startzeit. Und wir gehen. Ah! Stopp! Okay, das ist schon mal nicht die gleiche Farbe. Wie soll ich denn das beides in 13 Minuten schaffen? Jetzt okay. Wir brauchen eigentlich jemanden mit schwarzem Oberteil und schwarzem Pferd oder so. Eigentlich ist es relativ realistisch. Nee. Hey, komm, das zählt doch. Das zählt doch schon, oder? Also es ist ja weiß und das Pferd hat auch weiß. Komm, wir haben die erste Person gefunden. Das zählt schon. Okay, hier ist keiner. Das ist leider auch nicht so. Nee, nee. Auch nein. Auch nicht so gut. Das mit dem Wildpferd wird auf gar keinen Fall klappen. Okay. Wir haben ja schon mal eine Person. Das ging sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, wir müssen jetzt noch irgendwo anders hin. Ab nach Moorland. Oh, ich habe da gerade irgendjemanden entdeckt, der weitergerannt ist. Und ich habe das Gefühl, das könnte was werden. Bitte bleibt da. Stopp! Ja, Leute, wir haben die zweite Person und da ist sie auch schon. Hier, dass ihr es auch seht. Weißes Pferd und ja, weißes Oberteil mit blauen Streifen. Also, es gilt ja schon. Ich finde schon, das ist schon die gleiche Farbe. Okay, die erste Challenge haben wir geschafft und es ist. Wir haben 2 Minuten gebraucht. Es ist 0:20 Uhr. Random. Okay, das war sehr leicht. Jetzt können wir uns auf die Suche machen nach einem schwarzen Wildpferd. Aber. Denkt ihr, ich darf einen Joker einsetzen? Ich sehe ja die Wildpferde gar nicht. Einfach so. Ich muss also andere Wildpferdeanzeigen anmachen. Und jetzt gehen wir auf die Suche. Ich glaube, wir scheitern kläglich. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist es 0:21 Uhr. Wir sind im Moorland. Und hier ist einfach niemand. Alles klar. Das war nicht so eine gute Idee. Wieso ist hier keiner, Leute? Wieso ist hier einfach niemand? Hä? Ah, doch, eine Person, aber nicht mal ein. Ey, das wird nichts. Ich sehe es schon, das wird ganz und gar nichts. Wir lassen es abholen. Hier in Moorland ist nichts los. Hier ist auch nichts los. Also es ist einfach keiner da und wir müssen weiterreiten wieder zu Steve. Ich habe between mega Kopfschmerzen gerade, aber ich will die Challenge ja nicht abbrechen. Level up, ganz kurz. Hier ist jemand. Ach, hier ist jemand, aber kein Wildpferd leider. Perfekt. Ich glaube, ich finde nicht mal ein schwarzes Pferd in der Zeit. Also, ich weiß nicht, was ich mir dachte, aber die Challenge ist definitiv zu schwierig für 13 Minuten. Und auch die ersten zwei Sachen waren einfach nur Glück. Ich sollte vielleicht auch mal zu einer besseren Zeit online gehen, aber es klappt irgendwie nie. Oh nein, okay. Jetzt gehen wir nochmal zu Steve und schauen, ob da wenigstens irgendein Wildpferd rumläuft. Nö. Die sind alle auf ihren Pferden. Hä, ehrlich jetzt? Das wird gar nichts. Das wird gar nichts. Wir haben mittlerweile 0:24 Uhr und das heißt, wir haben noch 2 Minuten Zeit und dann ist es zu Ende. Und ganz ehrlich, wir haben noch nicht mal ein Wildpferd gefunden. Ich bin jetzt die ganze Zeit hin und her geritten, aber hier ist einfach keiner ohne Reiter. Und ich habe es auch echt an. Ihr seht es ja. Also ich habe wirklich eingeschalten, dass ich andere Wildpferde sehe. Aber
Dafür muss einer da sein. Gut, das würde jetzt auch schon zählen, oder? Als Wildpferd, wenn jemand führt. Das ist ja so ein bisschen Joker. Da haben... Na. Nee. Nee, also gar keine Chance, gar kein Wildpferd. Aber zählt nicht sowas auch als... Wartet mal, muss es ein Spieler sein? Weil wenn nicht, habe ich vielleicht eine Idee. Aber wir haben nur noch eine Minute Zeit. Natürlich habe ich den Transporter auf dem Account noch nicht. Das muss ich jetzt hinreiten zu diesem Boot. Es ist komplette Eskalation. Aber egal, wir machen das. Wir reiten hin, wir kriegen das hin. Und vielleicht ahnt ihr es schon. Ich will nämlich nach Seetooth. Da steht ein bestimmtes Pferd. Und ganz ehrlich, hat jemand gesagt, es muss ein Charakter sein? Das kann ja auch ein NPC sein, oder? RIP. RIP. Wenn man irgendwo drüber springen will und dann schafft man es einfach nicht. Okay. Die Zeit läuft uns gerade ein bisschen davon. Ey, keine Ahnung, ob der da steht überhaupt. Netzi erstmal. Damit habe ich die Challenge verloren. Ja, ich bin zurück von meinem Netzi. Mittlerweile ist auch schon 0.28 Uhr, weil ich mich wieder einloggen musste. Und es hat absolut gar nicht funktioniert. Aber wir haben offiziell die Challenge verloren. Meine Idee war gut, finde ich, mit dem Wildpferd. Ich wollte Night Dust suchen. Aber es ist zu spät. SSO hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich kann ich ja nichts dafür. Aber unsere Bestrafung ist eben, wenn du es nicht schaffst, musst du dir den hässlichsten Avatar erstellen. Also deiner Meinung nach schrecklichste Frisur und Outfit. Ja, da freuen wir uns ja drauf. Ich meine, wie soll ich das noch verschlimmern, was ich aus der letzten Challenge gerade anhab? 10 von 10 Outfit bei mir heute. Aber egal, wir gehen jetzt in Heimatstall und gucken, ob wir das noch toppen können, weil... Ja, ich denke, wir sind gerade eine solide 1 von 10. Aber der Unterschied ist, es geht dieses Mal nur um den Avatar, also nur den Spieler, den Charakter an sich. Und dann gehe ich jetzt mal auf die Suche, was es denn sonst noch so gibt. Das Hässlichste meiner Meinung nach. Was ist denn schon hässlich? Irgendwie kann alles gut aussehen. Aber ich versuch's. Ich versuche jetzt irgendwas zu finden. Es tut mir leid, aber ich habe einfach nichts Hässlicheres gefunden. Es ging einfach nicht. Und es sieht jetzt schon fast wieder stylisch aus, oder? So irgendwie ein Style für sich. Aber ich habe keine so hässlichen... Also, das ist wirklich das Schlimmste, was ich finden konnte. Auch in... Was ich finden konnte, auch in Kombination. Also, keine Ahnung, aber es... Es ist echt schwierig. Also, ich kaufe halt eigentlich auch nichts, was mir nicht gefällt. Und also, die Kombo geht eigentlich schon klar. Und ich habe auch hier... Irgendwie nicht mal hässliches Make-up. Vielleicht kriegen wir eine Frisur hin, die ich nicht so mag. Ja, ist aber irgendwie auch alles schön. Das ist das wahrscheinlich noch am ehesten, das, was ich nicht mag. Aber es ist trotzdem... Naja, das ist mein finaler Look. Ist das Hässlichste, was ich finden konnte. Aber irgendwie finde ich es gar nicht mal so hässlich. Also, wenn ihr euch jetzt das ganze Outfit anschaut. Ja, okay, es ist jetzt nicht schön. Aber mit einer anderen Trense, einem anderen Helm und anderen Schuhen und ohne die Schleifen, könnte man das schon tragen. Vielleicht. Ja, und hier sind wir mit dem fertigen Look. Wir machen einmal ganz kurz Tag, damit man unsere wunderschöne Schönheit auch mal ganz sehen kann. So sehen wir aus nach der verlorenen Challenge, die auch echt ein bisschen schwer war. Also Leute, ihr müsst auch Challenges geben, die ich überhaupt schaffen kann. Also, naja. Oder, wie gesagt, andere Zeit. Vielleicht hat man bessere Chancen und es gibt so Wildpferde-Hotspots, wo es einfach besser gewesen wäre. Naja, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, damit ist das Video für heute auch schon beendet. Die Challenge habe ich mal wieder nicht geschafft, so wie gefühlt immer, aber... Eines Tages kommt der Tag, da muss ich keine Bestrafung machen und wir kriegen es hin. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und kann nur sagen, hoffentlich bis zum nächsten Video.